Liebe Karin, du führst erfolgreich eine Yoga- und Bewegungsschule in der Nordheide und bist ausgebildete Ernährungsberaterin. Kannst du mir erklären, warum die meisten Diäten nicht funktionieren oder nicht von langer Dauer sind? Stichwort Jojo-Effekt. Weil die meisten Diäten ein Abnehmprogramm sind, in dem es zu ganz großen Mangelerscheinungen kommt. Und diese Vitalstoffe, die sowieso schon bei den meisten in der Ernährung fehlen, die fehlen in einer Diät, wenn sie noch weniger essen, natürlich noch viel extremer. Und es kommt zu einer Unterernährung. Und in dieser Mangelsituation kommt es zum Energiemangel, die Laune geht runter und der Stoffwechsel verlangsamt sich und der Körper hat einen super Stress. Und mit der schlechten Laune, die sich dann einstellt, brechen die meisten eine Diät ab. Das heißt, viele sind ihr ganzes Leben lang auf Diät. Das ist eine Tortur für den Körper. Oh ja, die Menschen kenne ich auch, ein Leben lang auf Diät. Aber Vitalstoffe, die meisten können sich unter dem Wort Vitalstoffe nichts vorstellen. Was verstehst du darunter? Vitalstoffe sind Mikronährstoffe, also Stoffe, die uns nähren. Das heißt, unsere Ernährung besteht aus Makronährstoffen und Mikronährstoffen. Makronährstoffe, das sind unsere Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Und die nehmen wir meistens sowieso genug zu uns und viele sogar zu viel. Mikronährstoffe sind Mineralien, Vitamine, Enzyme und Spurenelemente. Leider ist es heute in unserer Ernährung nicht möglich, die wirklich komplett zu uns zu nehmen, sodass es sinnvoll ist, sie zu ergänzen. Und erst recht in einer Diät, wenn man sich ja sowieso geringer ernährt. Deswegen ist es sinnvoll, für einen dauerhaften Diäterfolg, sie in einer hochwertigen Qualität zu ergänzen. Wie genau ist dein Diätkonzept aufgestellt und warum ist es so erfolgreich? Ich arbeite am liebsten mit der Stoffwechselkur. Das ist nichts Neues auf dem Diätmarkt. Aber wir haben ein super cleveres Konzept zusammengestellt. Das erste und wichtigste, das habe ich ja schon genannt, das sind die Vitalstoffe. Unsere sind auch noch mit wertvollen Ballaststoffen und Probiotika versehen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit die Verdauung während dieser Diätphase nicht einschläft. Und das Geheimnis ist ein hochwertiges Eiweiß. Das sorgt während der Diät dafür, dass Glücksbotenstoffe ausgeschüttet werden. Und wenn man eine niedrigkalorische Diät, wie unsere Stoffwechselkur, macht, dann ist es auch ganz wichtig, dass man lieber einen Shake mehr trinkt, als dass man Hunger bekommt. Hunger darf man nie haben. Denn es ist ein psychischer Faktor, bei dem man dann dazu neigt, dass man die Diät abbricht. Das wollen wir nicht. Und das hochwertige Eiweiß, das sorgt ja auch dafür, dass es zu keinem Muskelabbau kommt und somit auch zu keinem Jojo-Effekt. Oh, super Tipp. Eiweißshake gibt es ja eine Menge und die meisten werden ja sauer verstoffwechselt. Woran liegt das und worauf sollte man achten bei der Auswahl seines Proteinshakes? Die herkömmlichen Eiweiße werden sehr kostengünstig hergestellt, zum Beispiel das bekannte Whey-Protein. Das ist ein Nebenprodukt aus der Käseherstellung und das hat aber nur eine Eiweißwertigkeit von 80%. Unser Eiweiß ist ein Zusammensetzung aus drei verschiedenen Eiweißen mit einer biologischen Eiweißwertigkeit von 130 bis 140. Und es ist auch noch ein Isolat, was ganz, ganz wichtig ist, damit kein Milchzucker enthalten ist. Denn der kann zu Blähungen führen und das können wir auf so einer Diät überhaupt nicht gebrauchen. Wichtig ist auch noch, dass es GMO-free ist. Und natürlich gibt es auch noch eine vegane Variante unseres Eiweißes. Also ich persönlich war ja immer sehr skeptisch, was diese Stoffwechselkur betrifft. Und das liegt daran, dass wenn man 500 bis 800 Kalorien am Tag essen darf, dann ist das doch ganz klar, dass man abnimmt. Das ist jetzt keine große Kunst. Und als ich dann noch von den HCG-Hormonen gehört habe, da war das gar nichts für mich, kam überhaupt nicht für mich in Frage. Doch dann habe ich immer mehr Menschen getroffen, die diese Kur gemacht haben. Und darunter waren Menschen, die 40, 50 Kilo abgenommen haben. Nun musste ich nicht wirklich abnehmen, aber ich war neugierig und wollte die Kur dann selber mal ausprobieren. Und was das mit dem Körper macht, ohne Sport, an den richtigen
an den richtigen Zonen sein Fett zu verlieren, das fand ich großartig. Wir arbeiten nicht mit dem Hormon HCG, sondern mit einem Aktivator. Das heißt, einem homöopathischen Mittel, in dem nur die Information dran ist. Und es ist sehr effektiv, weil es die Fettzellen öffnet. Und wie Homöopathie funktioniert, das ist jetzt in dieser Kürze nicht zu erklären. Aber wem das nicht gefällt und wer der Homöopathie skeptisch gegenübersteht, der kann ihn auch weglassen. Freigeheimnisse? Wie gesagt, gibt es da noch mehr? Ich kenne ja Leute, die haben 40, 50 Kilo abgenommen und trotzdem hängt diese überschüssige Haut jetzt nicht. Wie geht das denn? Das liegt an unserem Beauty-Geheimnis, dem OPC, nach einem besonderen Herstellungsverfahren, genau wie unsere Vitalstoffmischung. Und das sorgt dafür, dass die Kollagenneubildung im Bindegewebe angeregt wird und sich die Haut strafft. Wichtig ist auch noch unsere Schwefelverbindung, das MSM, da es während eines Gewichtsverlustes immer zu einer Entgiftung kommt. Die Gifte sind in den Fettdepots gespeichert und wenn diese sich öffnen, werden die Schadstoffe freigesetzt und können dann vom MSM und den Vitalstoffen gebunden werden, damit sie ausgeschieden werden können. Macht man das nicht, kann es zu einer sehr unangenehmen Rückvergiftung kommen. Unsere Kur ist ja eine komplett Kohlenhydrate- und fettfreie Ernährung. Aber ein bestimmtes Fett brauchen wir ganz dringend. Welches ist das und warum? Die Omega-3-Fettsäure ist ein sehr wichtiger Baustein mit einer positiven Wirkung auf unser Gehirn und auf unsere Nerven und wirkt auch sehr entzündungshemmend. Omega-3 hat eine so große Bedeutung, dass wir es auch nach der Kur unbedingt weiter zu uns nehmen sollten. Es sollte auf jedem Speiseplan stehen. Dabei ist es auch noch sehr wichtig, auf eine hochwertige Qualität zu achten, weil so ein billiges Fischöl kann mir Schaden anrichten als Nutzen. Ich nehme auch jeden Tag unser Omega-3, aber das ist ein langes Thema, darüber müssten wir nochmal ein neues Video machen. Ich mache aber vor jeder Stoffwechselkur immer unsere elegante Darmreinigung. Kannst du nochmal erklären, warum das so clever ist? Ja, das ist der Geheimtipp Nummer 7. Wenn unser Darm sehr verschlackt ist und mit den falschen Darmbakterien besiegelt ist, dann kommt es zu permanenten Heißhungerattacken. Und die fordern von uns über den Darm Zucker an. Und deswegen ist es sehr clever, vor jeder Diät den Darm zu sanieren. Und im Idealfall machen wir es zweimal im Jahr. Über den Darm als Zentrum unserer Gesundheit gibt es ja schon einen extra Film. Also kann man sagen, dass unsere Stoffwechselaktivierung mit Gewichtsverlust inklusive Darmsanierung ein cleveres Konzept ist. Kannst du noch mal sagen, für wen diese Stoffwechselkur geeignet ist? Für jeden, der einen Stoffwechsel hat. Und für wen ist die Kur nicht geeignet? Also gibt es Kontraindikationen? Schwangere und Stillende, die sollten bis nach der Stillzeit warten. Okay. Haben wir dein Interesse geweckt und auch du möchtest etwas mehr als ein paar Kilo verlieren, dann kontaktiere einfach die Person, von der du dieses Video hast. Als Begleitung empfehlen wir immer noch gerne dieses Buch. Das wird dir alle Fragen beantworten, die du noch hast. Oder auch wir begleiten dich gerne während dieser Veränderung. Viel Glück und Erfolg.